Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen und entspannten Runde Raft mit Voucher, mit unserem Captain Alderle. Hier vor uns liegt eine große Insel, Leute, da sind wir gerade vorbeigekommen. Ich habe den Anker mal rausgeschmissen. Möchte ich mich ein bisschen umsehen mit euch. Es sieht nämlich so aus, als wäre hier vielleicht die neue Flora und Fauna zu finden. Ist nicht die Balboa-Insel, aber da oben die Bäume deuten ganz stark darauf hin, dass hier die neuen Pflanzen vielleicht wachsen. Möglicherweise finden wir einen Bär, eventuell auch andere Tiere. Unter anderem fliegt da nämlich ein Kreischer seine Tour. Könnte man vielleicht ein Lama finden. Da gehen wir heute rüber, beziehungsweise morgen früh. Ich möchte zunächst mit euch das Floß ein ganz kleines bisschen entmonken. Das heißt, ich zeige es euch kurz, was mich stört. Jedes Mal beim Einloggen und beim Anschauen. Hier ist ja alles soweit symmetrisch aufgebaut. Links und rechts Wasserspender. Alles mittig gesetzt, was mittig geht. Vier Motoren, beziehungsweise momentan sind es noch zwei. Ich plane aber weitere Motoren. Oh, Stück. Ja, den habe ich jetzt verpasst. Den habe ich verpasst. Müssen wir halt nachher ausbauen. Genau, entmonken, was meine ich damit? Also gerade machen. Hier haben wir die Bäume, hier haben wir die Hühner. Und das sieht halt einfach nicht symmetrisch aus. Und jedes Mal, wenn ich ein- und auslogge und mir das angucke, denke ich, boah, da muss ich noch was machen. Das heißt, wir probieren das jetzt in Einklang zu bringen. Ich würde sagen, untere Station Tiere. Ja, wir holen jetzt ein bisschen Material. Ich war ja im Müllstrom unterwegs. Ein bisschen was habe ich gefunden. Das nehmen wir jetzt mal hier raus. Ich würde sagen, die Sachen nehmen wir mal so weit mit. Dann können wir schon eine ganz kleine Ecke nämlich weiterbauen. Und dann soll das Ganze nach hinten gerichtet jetzt weiter verlaufen. Das bedeutet Richtung Motoren, so Seitenausläufer. Jetzt überlege ich gerade, wie wir da am besten anfangen. Ich würde sagen, wir erweitern mal das, was ich erweitern möchte. Hier haben wir den Laufweg. Dann käme normalerweise hier die nächste Instanz in Frage. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt hinbekomme, wie ich es hinhaben will. Schauen wir mal, basteln wir ein bisschen, Leute. Wir haben Energie, ich habe ein bisschen was gekocht. Also wir können jetzt hier ein ganz kleines bisschen uns mal die Zeit nehmen zum weiteren Ausbau. So. Dann hätte ich hier meinen Laufsteg rüber. Die Hühner hier, die sollte ich dann normalerweise da anbringen. Die Frage ist nämlich, wie ich das mit dem Wasserspenderle jetzt hier mache. Ich möchte zwei Gehege bewässern. Das heißt, wir müssten jetzt erstmal unten die Hütte aufbauen, würde ich sagen. Gehen wir mal eins nach dem anderen durch. Habe ich jetzt unheimlich Bock drauf. Habe auch die Materialien jetzt nicht angerührt, die ich gesammelt habe, dass wir das zusammen machen können, ne? So, meine Lieben, eine kleine Baurunde fürs Floß. Wenn ich den Laufsteg hier so lasse und hier eine Dreier hinmache und da praktisch die nächste Hütte anzeichnen will, dann würde das Ganze so aussehen. Die Frage ist natürlich, könnt unten auch noch Hühner hinmachen? Das könnten wir unten genauso bewerkstelligen, indem ich uns die Geschichte hier aufbaue. 2, 2, 3. Ne, hier spare ich sogar Material. Ich muss nur dafür sorgen, dass da später entsprechend auch der Wasserspender aufgesetzt wird. Und den würde ich von hier andöpsen, nach hinten, nach vorne, dann bewässert er zwei Felder. Ich laber jetzt gerade mal kurz vor mich hin, bis ich genau weiß, wie ich es haben will. Muss ich dann da unten rein? Muss ich dann da unten rein? Ja, ich brauche auf jeden Fall hier vorne eine Möglichkeit reinzuhopfen. Pass mal auf. Wir bauen das jetzt mal so auf nach gut Dünken. So. Jetzt pass auf, und da würde ich dann tatsächlich, weil das ist ja der untere Bereich. Ich muss ja nur rein zum Einsammeln oder zum Scheren, je nachdem, welche Tiere wir halt hier finden. Ich würde das so machen wollen. Und hier würde ich allerdings statt einer Tür ein Seil reinbauen. Das wäre eventuell eine Möglichkeit. Da muss ich allerdings noch Seile holen. Aber Seile haben wir ja. Ich habe nämlich welche gemacht auch. Hier siehst du. So, pass mal auf. Dann wäre hier so eine Art Durchgang. Hier wäre dann die Möglichkeit für mich reinzugehen. Habe ich die Möglichkeit? Offensichtlich nicht. Oh, ich komme hier dann nicht rein? Ehrlich jetzt? Muss ich mal direkt gucken. Oh, wieso geht denn das nicht? Ich kann doch da drüber hopfen. Ich brauche Anlauf zum Reinhopfen, ne? Ja, das funktioniert. Ah, alles klar, das erklärt sich. Ich bleibe hier oben hängen. Aber eine Tür hier reinmachen? Wobei, pass mal auf, wir könnten es folgendermaßen probieren. Man muss auch mal Materialien verholzen dürfen, ne? Wenn man ein bisschen was rumprobiert, sonst wird man es ja nie lernen. Die Toolkiste war die hier. Ich habe normalerweise noch ein Stückchen Axt, sehr gut. Dann lass mich mal die Axt hier drauf machen. Ich muss mir das jetzt mal angucken. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ich kann es aber auch komplett offen lassen. Aber ich komme ja hier nur rein, weil ich hier Kopf kriege noch, ne? Sobald es vorbei ist, komme ich nicht mehr hin. Ja, das ist blöd. Es müsste also eine Türe rein. Die Frage ist jetzt, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt so eine Tür einfach hier hinbastel? Dann kann ich sie gleich hier hin machen. Was natürlich auch eine Möglichkeit wäre. Dann komme ich bis hierher, aber das ist scheiße. Weißt du was, wir müssen das da unten jetzt noch nicht final entscheiden. Das können wir später machen. Ich nehme an, dass ich da eine Tür hinbaue. Wichtig ist mal, dass der Kasten dran ist. Da wird natürlich außenrum jetzt noch ein bisschen Foundations kommen, dass er stabilisiert.
Und dann können wir nach da hinten raus weiterbauen. Wichtigerweise brauche ich jetzt den Platz für unseren Spender, für den Wasserspender. Der soll nach Möglichkeit nämlich das komplette Ding hier einfassen. Pass mal auf, das probieren wir jetzt. Wir brauchen ja für die Tiere, wenn wir von jeder Sorte zwei Tiere drin haben in so einem Bereich, brauchen wir normalerweise nicht alles bewässern. Jetzt schmeißen die viele Eier. Weißt du, mehr Hühnchen brauchst du gar nicht hier als Einzelkämpfer, weil erstens mal fressen natürlich die Tiere auch viel Gras. Für zwei Tiere langen drei Wiesen locker. Es reichen auch zwei, ne? Von daher würde ich sagen, lassen wir es mal bei zwei pro Sorte. Und wenn wir ein Lieblingstier rausfinden sollten, jetzt auf dem letzten Wegen und so, dann können wir natürlich hier entsprechend rausbauen. So, das würde ich so lassen. Die Frage ist natürlich, wir brauchen halt mehr Material. Das ist das Problemchen. So, hier geht noch eins hin. Hier natürlich nicht mehr, weil ich keinen Pfosten hier drin habe, ne? Dann müsste ich jetzt hier erstmal einen Pfosten reinsetzen. Beziehungsweise, ich kann das natürlich auch lassen, weil dann kann ich nämlich hier wahrscheinlich hopfen. Nee, es funktioniert nur bedingt. Also das müssen wir eh wieder wegbauen hier. Das mache ich jetzt auch. Das sieht blöd aus. Was hast denn du jetzt abgebaut? Das geht nicht weg. Der geht weg. Der hier nicht. Jetzt habe ich ihn. Wenn ich eine Tür reinmache, dann müssen die Tiere halt immer in Sicherheit sein. Das ist blöd, ne? Aber ich habe natürlich noch andere Möglichkeiten. Aber das werden wir dann rausfinden. Wichtig ist, der Kasten steht. Wir können jetzt oben uns drum kümmern. Jetzt pass auf, jetzt muss ich nochmal hoch. Den Balken will ich noch fertig machen. Richtig, jetzt habe ich schon wieder vergessen gehabt. Wir brauchen Nägel. Zwei Nägel. Reichen die zwei Nägel für das, was ich machen will? Einer erstmal. Einer erstmal, Leute. Das reicht. Und den würde ich einfach jetzt mal hier hinsetzen. So, und dann kann ich nämlich jetzt hier oben mein Dach fertig zimmern. Weil vom Käfig aus muss ich nicht hoch. Ich werde mir dann von hier aus den Weg nach oben erlauben. So, lassen wir es. Jetzt pass auf. Das Ding hier haben wir festgestellt, bewässert um sich herum insgesamt 3, 6, 8 Blöcke. Wenn ich den mittleren freilasse, dann bewässert es links und rechts. Das heißt, ich könnte den hier hinbauen. Hier, wenn ich ihn hinbaue. Ne, ich müsste ihn eigentlich hier hinbauen. Ja? Was kostet mich denn so ein Wasserspender? Vielleicht können wir einen zweiten bauen, dann brauche ich den nämlich nicht umsetzen. Der Sprinkler meines Zeichens. Zwei Bolzen, eine Leiterplatte. Eine Leiterplatte braucht zwei Kupfer und Flabber. Ich habe aber fast doch, ich habe noch genug. Kupfer und Flabber. Pass mal auf, da habe ich schon mal Kupfer. Dann würde ich sagen, ein Flabber. Bauen wir uns eine Leiterplatte, dann gehen wir wieder hoch auf den Sprinkler. Jetzt braucht er noch zwei Bolzen und zwei Schrott. Wir gucken mal, ob wir noch Bolzen haben. Zwei Bolzen und zwei Schrott. Jo, haben wir. Und zwei Schrott haben wir nämlich auch noch hier drin. Dann ist der zweite Sprinkler gebaut. Und dann kann ich mit dem nämlich gemütlich rumtesten jetzt. Und brauche nicht unseren. Falsch rum. Und brauche nicht unseren oben abbauen. Dann sind die Hühner weiterhin gut aufgehoben. So, komm rüber. Ich habe natürlich ein Gesamtbild im Kopf. Jetzt müssen wir nur gucken, wie es sich umsetzen lässt. Der Sprinkler. Jetzt müssen wir natürlich auch schauen, dass wir den. Wenn ich den so hinsetze, komme ich natürlich nicht dran. Wenn wir den reinrücken. Hupla, von der Leiter gefallen. Wenn wir den reinrücken würden, dann würde er vor sich. Wenn ich den reinrück, das wäre doch eine Idee. Lass mich mal kurz gucken. Ich kann ja umbauen, ne? Ich kann ihn ja umbauen. Wenn ich den Sprinklere so hinsetze, ja, dann bewässert er mir. Ja, das geht so. Komm, wir müssen kurz was essen. Kurz mal die Trockenziegel. Oh ja, richtig, wir wollten ja noch eine Schmiede bauen. So. Ja, ich bring dich hintere. Ich habe alles vorbereitet. Du müsstest normalerweise sogar satt werden, fast. Sollte was drauf liegen. Nimm erstmal Wasser. So, hier übrigens beim Angeln. Ich habe ein paar Fische gefangen, habe ich wieder so eine Kerze hier gefunden. Und den großen Fisch habe ich uns gemacht. Mit dem sollten wir jetzt eigentlich uns ziemlich vollbollern. Einer liegt übrigens noch drin, also ein großer Fisch, ne? So. Die Geschichte ist da. Das reicht uns für die Ausbaurunde. Dann schmeißen wir den gleich schon mal auf den Grill. Dann können wir nämlich später, wenn wir losziehen, uns nochmal stärken, würde ich sagen. So, letzter Schluck Wasser. Oh ja, unten muss ich auch gucken. Ich habe auch wieder angefangen, die kleinen Beete zu füllen. Mehr aus dem Ding heraus, dass wir einen Vorrat haben für alle Fälle, weißt du? Hier zum Beispiel hat mir die Möwe eins rausgepickt. Die waren ursprünglich hier gelagert. Und die können jetzt auch hier rein. Hoppla. 8 Stück haben wir jetzt hier schon mal vorrätig, da 18. So, weiter geht's. Wir sind wieder gestärkt. Das mit dem Sprinkler funktioniert. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir das hinkriegen, dass der beides bewässert. Das könnte man eventuell wieder wegbauen. Wir müssten, der bewässert jetzt die Dreierreihe und die Dreierreihe. Wenn ich jetzt hier
Wie komme ich dann an den dran, wenn ich hier nämlich nach oben gehe? Ja gut, das funktioniert. Ich laufe dann hier auf dieser Fläche, ne? Pass auf, ich zeig's euch. Ich laufe dann hier auf dieser Fläche zum Sprinkler hin. Soweit ist es klar. Und dann können wir das gleiche nach da nochmal ausbauen. Dann haben wir sogar vier Gehege. Ja, mal sehen, ob wir überhaupt so viele brauchen. Aber Tiere sind für mich schon ein Glück hier in dem Spiel. Das wäre dann die Bestückung hier und hier. Ich kann sein, dass ich die Leiter abbauen muss. Das Problem ist, wenn man nicht 100% sicher ist. Ich will ja auch die Materialien nicht komplett durchschießen, ne? So, hier komme ich praktisch dran. Die Bewässerung funktioniert vor dem Sprinkler zwei Felder, das und das hier, und neben dem Sprinkler. Das heißt, pass mal auf, weil dann sind die Gehege auch größer von den Viechern. Okay, du brauchst mehr Holz, und Holz habe ich jetzt keins mehr. Oh, die Mats, Alter, und ich habe so viele eingesammelt eigentlich, ne? Ich muss mal gucken. Ne, müssen wir tatsächlich kurz zu den Bäumen rüber. Ja, das machen wir ja. Wir haben ja gesagt, gemütliche Runden kommen jetzt, bis wir gestärkt sind, ein bisschen ausbauen. So, ich hole hier auf jeden Fall schon mal Holz. Drüben auf der Insel kriegen wir natürlich auch noch mal ein bisschen Holz. Ich schaue auch gleich, was ich ansetze hier. Wahrscheinlich beides. Ja, das wird ein, zwei Runden dauern, bis wir das fertig haben, das, was ich gerade umbaue. Wichtig wäre mal, dass wir die einen Bereiche jetzt sehen, dass man überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt, ob es geht, ne? So, liebe Leute von heute und von morgen und die von gestern. Das gehen wir jetzt her, schmeißen das alles hoch. Und hauen die da. Ne, ich mache die hier, dann ist es. Oh, da fehlen jetzt Seeds, ne? Das ist natürlich schade. Ich pflanze die schon mal nach, obwohl ich eigentlich. Ich brauche noch einen Seed. Moment. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Da-da-dam. Wir müssten eigentlich genug haben. Wundert mich schon wieder, dass nicht überall. Halt, falsch. Palmensamen nehmen wir noch einen mit und Wasser. Palmensamen. Und zwar 1, 2, 3, 4 Schluck schon mal. Ja, dann können die gleich nachwachsen, während wir die verbauen, die wir jetzt gerade gezogen haben. Ach, das ist schon bewässert jetzt. Wieso? Weil es regnet? Das ist ja cool. Siehst du, das habe ich auch noch nicht richtig geschnallt gehabt. Das ist ja sehr geil. Wusstet ihr, das wusste ich nicht, dass es beim Regen und so auch bewässert. So, nochmal rüber. Letzte Maßnahmen hier am Stolz der Zoozucht, der Tierzucht. Ich hoffe, wir kriegen ein bisschen was hin. Zwo, zwo. Jetzt fehlen mir da Seile. Aber die kann ich jetzt hier bauen. Die kann ich jetzt hier bauen. Da muss ich jetzt nicht extra weg. Ich hol's mal. Ah ja, guck mal, wir haben 100 Palmblätter hier drin. Das reicht. So. Das haben wir. Jetzt kann ich noch 5 Stück. Jetzt kann ich noch 5 Stück. Das heißt, einer, zwei. Und da würde ich gerne reingehen. Drei, vier. So. Wir kommen hier hoch. Symmetrisch wird es nachher so sein, dass es drüben genauso aussehen soll wie der Bereich hier. Der Wasserspender, der sprinkelt jetzt hier 3 Stellen. Ja, ein bisschen was geht natürlich daneben, aber hier kann ich 3 Gräser hinsetzen. Könnte man die Hühner halten. Und das gleiche Spiel würde ich dann tatsächlich hier noch ausformen wollen. Das heißt, wir müssen hier zumachen. Wir müssen hier zumachen. Fehlen uns jetzt Holzplanken, ist natürlich schade. So, lass mich mal gucken. Dann haben wir diesen Bereich. Dann sprinkelt er hier 3. Das heißt, wir können hier Tiere reinsetzen. Und wir können da drüben Tiere. Dann haben wir 3 Tiersorten hier links. Haben wir mal Lamas, Hühner und Lamas, Hühner und Ziegen. Mehr sind es ja gar nicht. Da hätten wir da die Tiere. Da drüben vielleicht nochmal die gleiche Sorte anpflanzen, wenn wir genug Materialien haben. Und oben drüber hätte ich dann gerne die Bäume gesetzt. Jetzt haben wir mal einen Anfang. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwas fertig gezwirbelt kriege hier. Ansonsten. Weil das wird mein Laufsteg. Guck mal, die vielen Eier, die kriege ich gar nicht verwertet. Das wird mein Laufsteg. Das wäre dann der mittlere Bereich. Das heißt, wir würden hier zumachen. Pass mal auf, habe ich die Mats noch, um zuzumachen? Nee. Naja, aber hier wird dann tatsächlich zugemacht. Hier vorne zu. Zack, 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 rum. Da drüben nochmal den Bereich. Ja, das klappt schon. Wir brauchen halt Materialien. Ich weiß nicht, ob man sich schon vorstellen kann. Spätestens in 2, 3 Runden werdet ihr was sehen, was ich meine. Dann werde ich entsprechend auch die Bäume anpflanzen. Ist natürlich ein massiver Bereich da drüben. Wenn wir noch einmal Planken außen rumziehen, ein paar Netze einflechten und verstärken und dann passt die Geschichte. Jetzt reizt es mich natürlich, darüber zu gehen. Lass uns mal den Anker reinholen und gucken, ob wir mit Motorkraft vielleicht darüber kommen, weil der Motor ist geladen tatsächlich, ne? Ah, ich dachte, ich habe genug Materialien. Schade. So, pass mal auf, wir probieren es erstmal ohne. Mal gucken, wo es uns hintreibt. Wenn ich die Segel raushol.
Na? Segel sind draußen und ich würde gerne dahin steuern. Und das Segel müssen wir allerdings wahrscheinlich... Nee, das kannst du so vergessen. Machen wir mit Motorkraft. Ich richte uns gerade mal kurz aus. So. Ah, doch, doch, wir treiben dahin, ne? Das hat schon gepasst. Hol's noch mal raus, die Galle. Und setz es mal... Ey, ist egal, das passt so. Wenn ich im Wind stehe, stehe ich im Wind, ne? So. Ja, ja, ich muss ja nur an den Rand... Beziehungsweise, wo sehen wir denn den Vogel gerade? Weil das wäre natürlich doof, wenn der uns jetzt hier die ganze Zeit alles vermiesen wird. So, machen wir gerade. Vorne ist eine Insel, ne? Wir müssen auf jeden Fall näher hin. Komm mal her. Und da hier ja alles zusammenliegt. Wenn ich ihn anschalte, dann muss allerdings hier umgeschalten werden. Das gleiche Spiel hier und hier. Dann gehen wir nochmal hoch. Lumblilumblilum. Lalalum. Dann können wir nämlich auch schön steuern. Siehst du, volle Kraft voraus. Da hinten ans Ufer, würde ich sagen, gehen wir. Halten wir mal ein bisschen im Auge, wo der Greifer ist oder der Greischer. Nee, das sind normale Bäume, ne? Ist einfach nur eine große Insel. Das heißt, für uns sah kurz so aus, als wäre das eine neue Flora-Fauna-Geschichte hier vielleicht. Das heißt, für uns mit ein bisschen Glück finden wir hier ein Lama. Mit ein bisschen Glück treffe ich es beim ersten Mal, dann haben wir es gleich. Ein Ding haben wir jetzt gebaut, ein Gehege. Das heißt, wir können es auch mitnehmen. Beruhigt. So, hier sammelt man natürlich nochmal ein bisschen das Zeug ein. Vielleicht kriege ich auch noch kurz da drüben dieses Fass. Pass mal auf. Ey, das wird doch. Hier können wir natürlich das Lager unter die Hühner machen, ne? Das können wir alles... Oh, scheiße. Wir steuern hier direkt drauf zu. Vor lauter Fass. So, wo geht's denn nochmal hoch? Hier. Lumlilum. Ist schon ein bisschen verzwinkelt, aber das wisst ihr ja. Das gefällt mir, ne? So. Kurz zum Steuerrädle. Einmal hier rüber gezogen, kurz. Ich glaube, wenn wir hier anlegen, das ist gut. Hier bleiben wir gerade, Leute. Hier sehe ich den Vogel auch nicht. Einmal aus. Einmal aus. Und den Anker bitte raus. So, jetzt kriegen wir nämlich hier auch Material. Ich sammle aber mal kurz hier ein, was wir gefunden haben. Durch den Müllstrom. Hier ist alles leer. Alles klar. Stückchen sind wir weitergekommen. Es zieht sich. Ich kann natürlich nicht alles in eine Folge reinbollern. Gerade so eine Umbaugeschichte, die viel Materialien kostet. Aber man kann es, glaube ich, erkennen. Wir haben dann die Möglichkeit, die Werkstatt, sage ich mal, hier mit einem Lager zu erweitern. Da drüben kommt ja nochmal so ein Bereich hin, Lager. Dann gehst du von innen drin, ja, guckst hier, machst du alles, was du machen willst. Dann gehst du hoch und dann kommst du hier auf die Lauffläche nach da drüben, Gehege, in der Mitte ein Gehege, links außen ein Gehege, so wie dieses. Der hier bewässert das Gehege und dieses. Und dann baue ich den anderen Wasserspender symmetrisch da drüben hin und dann haben wir eine volle Bewässerung. Für insgesamt 3 Sorten Tiere. Das gleiche spiegel ich da drüben hin und dann werde ich oben drauf die Allee machen mit den Bäumen. Auf der kompletten Breite, ne? Wir müssen auch mal gleich irgendwo da auf den Berg hoch. Ich will mal runterschauen, wie es mittlerweile aussieht. Die Eier, ich kann die gar nicht alle einsammeln. So viele Eier legen mir die 2. Ihr seid gute Hühnchen. Ihr seid die Besten. Was rede ich da? Okay, das läuft. Man kann hier natürlich jetzt noch nicht alles erkennen, weil es, wie gesagt, mit den Materialien jetzt nicht gereicht hat. Aber es wird, hier ist praktisch hinten Ausläufer. Weißt du was, wir stärken uns und dann gehen wir jetzt auf die Insel gucken. Machen wir mal einen Überflug, bevor wir dann morgen alles ausräumen, was da ist. Ich trinke erstmal. Hier können wir natürlich auch tauchen, müssen wir. Wir brauchen noch mehr Erze. Für eine volle Ausrüstung bräuchten wir als nächstes das Lama, Wolle, Ausrüstung. Und dann müssen wir uns die Waffen machen und die Tools und alles, was wir so brauchen. Ne? So möchte ich vorgehen. So, das kannst du normalerweise abschöpfen. Ne, ist noch ein Schluck drin. So, den trinkst du noch. Jetzt mache ich es nochmal richtig. Hier, der hat gefehlt. Ausleeren. Den Fisch können wir essen. So. Ich lege natürlich gleich wieder was drauf, dass wir mal zurück sind und uns wieder stärken können. Und da würde ich sagen, das Haisteak, die Bräse hier oder was das sein soll. Und nach Möglichkeit noch geschwind. Ey, Kartoffel. Super. Das wird mit Sicherheit ein Schmackofatz für der Alterle. So, Haifisch drauf. Ich hoffe, die Blanken heben. Ansonsten, wir kommen ja mit Blanken zurück. Gehen wir kurz zur Toolbox. La, 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 la. Okay, die mache ich wieder raus, die Sachen. Ich habe hier auch eine Kiste hingehängt, ne? Gerade für Plastik und für Holz. Hier oben drüber sind die Dinger. Manchmal verwerte ich sie auch. Ah ja, richtig. Da müssen wir auch noch kurz in die Werkstatt zurück. So, die Trockenziegel, die mache ich jetzt mal hier rein. Das war das, das war das, kommt woanders hin. Ich räume gerade ein bisschen auf, ne? Was sind hier noch? Hier sind nur die Sachen drin. Okay, damit kann ich leben. Dann haben wir Seile hier rüber. Dann gehen wir noch kurz unter die Küche.
Nee, beziehungsweise auf die Küche, weil das sind ja Mats, die da hochkommen. Nee, so, flupp, flupp. Guck dir die vielen Eier an. Die kannst du mitnehmen als Wegzehrung. Dann bräuchtest du noch eine zweite Axt. Kann ich mir die gerade bauen? Nee, 8 Planken. 6 Planken, 3. Doch, die Planken kriege ich 3 Steine, 2 Seile. Wir werden mit einer kleinen weitermachen, um ein bisschen Material zu sparen von dem teuren. 2 Steine. Und 2 Seile. Ein Stein mehr. So, und die holen wir uns jetzt mit der Axt. Es wird eh gleich dunkel. Das ist, gehen wir mal ganz kurz gucken. Vielleicht sehen wir ja schon was. Holen uns die ersten Hölzer hier ab. Müssen ein bisschen auf den Vogel aufpassen, der hier sein. Da hinten ist er, ne? So. Ich hoffe, die Axt reicht für genug Planken, um die nächste kleine Axt zu bauen. Noch einen Planken. Ja, guck mal. Hier geht's los. Hier finden wir schon die ersten Sachen. Von oben runterschauen tun wir bei Tag. Dann spazieren wir jetzt erstmal hier weiter. Wir müssen nämlich damit rechnen, dass hier vielleicht auch ein Schweinle ist. Ich probiere es jedes Mal, ne? Immer in der Hoffnung, dass es irgendwann mal drin ist. Hier können wir holen. So, jetzt müsste ich die bauen können. Sehr gut. Und jetzt können wir die verschießen hier. Weiter geht's. Ja, wenn wir halt Aggro haben vom Vogel, ist halt so. Gut, genau im richtigen Moment. Ja, vielleicht können wir schon ein bisschen weiter ausbauen. Drücken wir uns mal die Daumen, dass wir jetzt hier ein Lama finden. Sollen wir erst schlafen kurz, dass wir was sehen, oder? Macht, glaube ich, Sinn. Beziehungsweise du kannst dich einmal kurz da hochwagen. Vielleicht können wir gerade mal schon mal den Hang hier abarbeiten. Ja, wir müssen auch den Schmutz hier mitnehmen für Wiesen basteln. Wir müssen die Pilze mitnehmen für unsere Omelette. Und dann passt es hier. Blumen lasse ich nach wie vor hier liegen. Guck mal, den können wir noch kurz mit abgreifen. Vielleicht sehen wir von hier mal aufs Floß kurz. Ja, eher weniger. Schön abarbeiten alles, die Kanne. Vielleicht baue ich dir dann eine gute Axt für den Tag morgen. Die haben nichts. Jetzt hat der Vogel Aggro, hört das? Ich weiß nur nicht, wo er gerade ist. Er hat geschmissen. Gut, solange er geschmissen hat und uns in Ruhe lässt, sonst ist alles gut. Geh mal zurück, wir machen uns kurz hell, dann sehe ich auch was. So, aber einen Blick riskieren wir mal für unser Drum. Ja, das wird schon. Vor allem, es wird ja nach hinten verlängert, sodass es auch wirklich vorne hinten, dass das ersichtlich ist, wo vorne hinten ist. Mit entsprechender Motorkraft. Das wird schon eine gute Geschichte irgendwann. Es dauert halt seine Zeit, ne, bis man was aufgebaut hat. So, komm, wir gehen gleich nochmal in die Küche. Ich würde sagen, wir machen uns dann nochmal eine Dreier-Kartoffelgeschichte. Das ist jetzt der Haifisch, ne? Ich mache ich natürlich auch platt, bevor wir gehen. Haben wir schon wieder Haisteaks. Der hat ein paar Stiche schon abbekommen, nämlich. Den machen wir auf jeden Fall mit. So, ganz kurz die Melonen reinräumen. Die Seeds könnte ich unten reinräumen. Die 3 Kartoffeln, die würde ich gerne hier drauf machen. Ich möchte ein Alderle einmal stärken. So, das machen wir so. Das machen wir so. Und 3 Kartoffeln drauf. Dann würde ich sagen, das Haisteak, wenn wir zurück sind. Und das machen wir kurz nach oben. Die Sachen isst er jetzt gleich. Wir haben noch ein bisschen Zeit und wir können es bei Tag jetzt genießen. Das freut mich. So, Wasser nehme ich schon mal mit. Zack. Das reicht. Komm, zurück. Ich will wissen, welche Tiere drauf sind. Lamachen. Ich habe die Möglichkeit, das Lama gleich mitzunehmen, ne? Das heißt, ich hole uns mal den Dings raus. Den Netzwerfer. Zur Not müssen wir natürlich wieder gucken, wisst ihr ja. Kugelfisch. Wenn alle Stricke reißen. Die Schaufel nimmst du auch gleich mal mit. So. Geh mal gucken. Wir finden bestimmt ein Lama hier. Wir haben das Glück gepachtet. So, Speer raus. Dann würde ich sagen, gucken wir mal nach oben auf die Kiste. Die ist immer am interessantesten. Und nehmen aber auch uns gleich die Dinge mit hier, die Bäume. So, ich wollte eigentlich im Mühlstrom einsteigen. Und gerade wie ich so meine Vorbereitungsrunde abschließen wollte, bin ich hier dagegen. Und dachte, das ist wirklich eine Insel mit neuen Bl Pflanzen. Okay, jetzt müssen wir kurz warten. Der holt gerade Steine. Da kommt er. Hat er geschmissen, gell? Super. Das heißt, ich habe Zeit genug, die hier abzuenden. Sind da Ananasse? Nee. Aber Melonen. Sehr geil. Da unten, was haben wir? Eine Ziege ist das, ne? Ja, ist eine Ziege, Leute. Gut, ist nicht so schlimm. Zur Not nehme ich die Ziege mit dann. So, jetzt sind wir hier oben. Da vorne kommt die Höhle. Ich habe noch kein Schwein gesehen, ne? Die Ziege will ich nicht unbedingt. Ich hätte gerne einen Lama, weil das bräuchte man jetzt. Geht's hier rein in die Höhle? Sehr geil.
Schmeißt du nur, mein Freundle. Hier geht's los. Hier kriegen wir wieder die Sachen, die wir auch brauchen. Ja, herrlich. Ah. Ich hätte gerne mehr Mats gehabt, Leute. Ich wollte nämlich unbedingt heute ganz, ganz viel ausbauen. Wieso komme ich da nicht hin? Probieren wir mit Bücken. Ja, wenn man sich bückt, kommt man durch, tatsächlich. Und hier wahrscheinlich auch, ne? Ja, ja. Das habe ich gar nicht gesehen. So, Pilze. Ah, sehr schön. Hier, guck dir das an. Wenn wir jetzt noch ein Tier... Ach, wir nehmen dann die Ziege mit zur Not, oder? Wir brauchen ja sowieso auch Ziegenmilch. Ah, hier, guck mal, hier geht's hoch, hier geht's hoch. Da müssen wir jetzt nur gucken, wie genau der Sprungweg ist, weil hier komme ich ja so nicht hoch. Ich glaube, ich muss hier über die Felsen. Dann hier. Und dann kannst du von hier rüberhopfen zur Kiste. Kiste habe ich eingesammelt. Und wenn ich es richtig sehe, haben wir auch allen Schmutz und so, ne? Lass mich nochmal kurz gucken. Ich konnte ja da oben raus. Ich liebe das in so einer Höhle, wenn du da so rausguckst aus der Höhe. Finde ich geil. Vogel ist noch da, ne? Der gibt natürlich auch nicht auf. Warum sollte er? Okay, er hat uns gesehen. Er holt wieder Steine. Wir gehen aber weiter. Böser. Hat er aufgehört? Ne. Da hinten holt er gerade Steine. Seht ihr? Jetzt kommt er. Der Sack. Dann gehen wir den Pfad hier weiter entlang. Jetzt schmeiß. Speis? Danke. So, die Blumen nehmen wir natürlich mit. Gibt es hier oben sonst noch irgendwas Wichtiges? Ja, guck mal, die Insel ist ziemlich heftig heavy, groß, ne? Da unten ist nochmal ein Lager, glaube ich. Da gehen wir auch hin, kissenmäßig. Ich gucke natürlich alles ab. Da hinten, die nehme ich auch nochmal mit. Sehr gut. Hier haben wir noch Ananas. Sehr gut. Ergiebig ist er. Und weißt du was? Kein Schwein hier, ne? Da nehme ich auch nochmal mit. Da ist ein Lama. Ich wusste, dass er jetzt hier ist. Ich habe so gespürt. Komm, wir holen kurz die Kiste und dann probieren wir es gleich zu fangen. Yes. Oh, schön. Da ist eine Melonenfarm. Ne, eine Ananas-Melonenfarm. Wie viel hast du noch Platz? Hast du noch? Da ist eine Kiste, die nehmen wir mit. So, meine Lieben. Dann wollen wir noch mal sehen, ob unser Glück heute mit an Bord war. Jetzt flitzt's. Wir bleiben dran. Ui, jetzt ist... Au, Lecovio. Ich finde die gut. Ich finde die so gut. Jetzt. Nein! Nein! Jedes Mal. Keine Munition, sagt er. Hier ist die leere Büchse. Aber wir haben ein Lama. Das heißt für uns nichts anderes wie... Auf geht's, Bogen holen und dann gehen wir die Gracherfische dieser Insel holen. Das ist genau in dem Moment, das ist immer so Geschichte. Ne? Er verzögert leicht beim Schießen. Ja, es gibt ja Kugelfische hier. Komm, das machen wir jetzt. Bereiten wir uns ein bisschen vor. Jetzt hätten wir noch Zeit für den Haifisch, aber beim Haifisch müsste ich dann natürlich gleich die Tauchrunde dranhängen. Dafür ist es jetzt ein bisschen zu knapp. Ah, ärgerlich. Komm, wir nehmen noch ein paar Bäume mit. Abschließend noch ein paar Bäume. Morgen geht es dann auf Grachertour, Lama holen und Haifisch machen, Tauchrunde. Und dann gehen wir wieder in den Müllstrom, sodass wir vor der nächsten großen Insel den Bereich ein bisschen ausgebaut kriegen, den ich jetzt am Floß angefangen habe. Ne? Gut zu wissen, dass hier ein Lama ist, dann passt doch alles. Wir müssen auch gleich eine Wiese bauen, das können wir vielleicht noch... Okay, los mit schön schauen. Ich würde sagen, die essen wir. Ja, das war klar, ich habe aber nicht gehört, dass er... So, das sammle ich jetzt ein und jetzt geht es zurück einfach, ohne noch weitere Sachen zu verholzen. Sehr, sehr geil. Der erste Schuss, das ist immer so eine Zitterpartie, leg mich am Arsch. So, wo ist denn unser Floß? Hallo. Los, Menru. Los, da hinten ist es, glaube ich. Geh weg. Ey, dass hier kein Schwein ist, wundert mich schon ein bisschen. Aber ist okay, es gibt weitaus Schlimmeres, als Feinde sich hierher zu wünschen. Schöne Insel ist das. Also wenn jetzt tatsächlich hier am Land was bauen könntest in dem Spiel, würde ich wahrscheinlich die Insel schnappen, weil die so verwinkelt ist, ne? So, wir sind gleich da.
Schade, fast hätten wir schon. Ja, das passt schon. Hier tauchen wir ein bisschen ab. Wir müssen eh Tauchtour machen. Das würde ich dann auf morgen uns mal auf die Fahne schreiben. Tauchtour nach Haifisch. Ziel Kugelfisch und Erze. Huba. Passt, hoppla. Jetzt sind wir drauf. So, jetzt gehen wir erstmal hier in Sicherheit, würde ich sagen. Dann räume ich ein bisschen die Mats weg. Hier kommt schon mal das ganze Holz rein. Jetzt haben wir wieder. Oh, beziehungsweise, warte mal geschwind. Warte mal geschwind, Leute. Ah, ich höre ihn schon wieder. Da hinten ist er jetzt am Rumbeißen. Jeder Stich zählt bei dir, mein Freund, ne? So. Repariere ich gleich auf. Dann habe ich da schon mal ein bisschen was Gutes getan. Lass mich noch mal kurz gucken. Vielleicht kriegen wir noch ganz, ganz kurz den Bereich hier angepasst. Ich bräuchte allerdings hauptsächlich Holz und Seile. Dann lass uns da mal kurz reinlinsen. Die Palmblätter kurz rüber machen hier. Dann haben wir ein bisschen Platz nämlich. Oh, da haben wir tatsächlich in der Kiste Dinger gefunden, Leute. Mal den Bolzen hier rein. Und dann machst du. Doch, hier warst du richtig. Den Schrott machst du hier rüber. Dann gehen wir kurz an die Toolkiste. Ich räume die Tools immer gerne als wieder raus, dass ich mehr Übersicht habe, ne? Dann machen wir das ebenfalls hier rüber. Und dann geht's ins Ankommenkistchen. Da schmeiße ich jetzt erstmal Sachen rein, wie das da, das da. Das können wir dann alles später verräumen. Das haben wir tatsächlich auch gefunden. Das ist ja eine coole Geschichte. So, nur Holz und Seile lassen wir mal drin und Plastik. So. Ey, das Lama, das freut mich, dass das da ist. Jetzt pass auf, ich muss noch mal ganz kurz hoch in den Bereich, weil so richtig happy war ich damit jetzt noch nicht. Hier links, das ist klar. Da wird dann ausgebaut. Hier bräuchte ich allerdings ein Deckenelement, erweitertes. Sehr geil. Und dann würde ich hier die Seile weiter rumziehen. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt kommt es drauf an. Der bewässert dann hier. Der bewässert dann hier. Und da wäre der Laufsteg. Wenn ich das so mache. Lass mich mal kurz gucken, wenn ich hier so hochkomme. Und dann hier so rüber gehe. Ja, das ist nicht ganz ideal. Lass mich das nochmal kurz angucken. Ich müsste eigentlich hier zumachen jetzt, ne? So. Dann habe ich hier einen Bereich. Den gleichen baue ich hier auf. Ja? Der hier bewässert drei Dinger hier, drei Dinger hier. Dann können hier die Tiere laufen, hier die Tiere laufen. Dann haben wir sogar vier Gehege, wenn ich es symmetrisch mache. Und durch die Länge haben wir dann einen wunderschönen Garten oben drauf. So machen wir das. Das heißt, wir müssen hier auch weiterbauen. Das machen wir aber natürlich jetzt nicht heute, sondern wenn wir soweit sind und Material genug haben. Und unser Lama kommt hier rechts außen hin und dafür bräuchte ich drei Wiesenteile. Lass mal gucken, ob wir die noch hinkriegen gleich. Drei Wiesen sind sechs Schmutz. Nee, ich habe zu wenig Planken. Beziehungsweise, kurzer Moment. Hey, nee, wir switchen rüber. Wir switchen rüber in die nächste Folge, Leute. Wir müssen tauchen, Haifisch machen und den Ausbau machen wir, wenn wir auf dem Meer zurück sind. Das wird schon, die Wiesen, das passt schon. Hier müssen wir natürlich auch nochmal Hand anlegen. Ich wollte aber eigentlich kurz das Holz hier holen. Machen wir morgen. Ich switch rüber. Also, Ziele sind klar, wir nehmen Lama mit. Mit dem Lama haben wir natürlich dann die Möglichkeit, den Rest zu entdecken, der uns noch fehlt. Das wäre dann für uns aus der Wolle praktisch, dann können wir die ganzen Erweiterungen hier ziehen. Dann sind wir hier einmal durch. Sehr schön, da haben wir wieder einen Haken an was dran. Da würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid, wenn es hier weitergeht. Beim Gruschel-Muschel, also lässt da viel los jetzt gerade. Überall angerissene Baustellen. Ich fühle mich doch, glaube ich, schon wieder richtig wohl. So. Das wird. Ja, lasst uns ein bisschen Zeit nehmen dafür und uns das dann angucken, wenn es fertig gebaut ist, wie es aussieht tatsächlich, ne? Auf Flabber können wir hier auch mitnehmen. So, mein Freund. Jetzt geht es darum, dich noch einmal zu stärken, bevor wir dann die nächste Runde gehen. Ja, das kriegen wir schon hin. Ich muss nur jetzt den Gracherfisch finden. Der Bereich wird genau hier drüben aufgebaut. Dann geht es nach hinten. Na, das wird schon. So, bis morgen.